Kannst du dir endlich mal was Neues downloaden? Mhm. Hammer lieben olayem ha. Sırtıdaki sepetun ben olayım, hamali ben olayım, hamali ben olayım, ha! Super! Kannst du mir einen Kaffee machen, mein Schatz? Klar doch. Wie geht's Jana? Habt ihr gesprochen? Nimm mal den Löffel. Woche 8. Du hättest nicht die Klassenbeste schwängern sollen, wenn du auf so unintelligente Taktiken baust. Du hast da Grünzeug zwischen den Zähnen. Hier? Nee, da. Hier? Nee, da. Du gehst ihr aus dem Weg, damit sie denkt, dass du sie nicht mehr liebst. Damit sie euer Kind abtreibt, stimmt's? Aber so einfach ist das Leben nicht, mein Lieber. Sie hat völlig den Verstand verloren, Mama. Man kann ja nicht mal mehr mit ihr normal reden. Das sind die Hormone. Das ist ein Gegengift. Liebe, Geduld, Streicheleinheiten. Kannst du nicht mal von Dog zu Dog mit diesem Stiffers da reden? Mit was? Mit ihrem Dad, Mann. Mach ihm einfach klar, dass deine Tochter karrieremäßig für immer abkackt, wenn sie nicht... Du weißt schon, was ich meine. Auf ihn hört sie bestimmt. Das ist überhaupt kein Problem, weil heute und morgen mache ich nämlich bei Stockfisch in der Praxis eine Probeschicht. Da kann ich das ja gleich mal offiziell ansprechen. Dass du jetzt meine Scheißsituation hier für deine Karrierezwecke ausnutzt? Papa! Ja? Hilf mir mal, ich krieg das nicht auf. In der Küche gibt's eine Schere. Also langsam musst du aufstehen. Mach die Tür zu, dieser Kaffeegeruch. Mir ist übel. Du solltest was frühstücken, das wird sonst nur schlimmer. Ich kann nicht. Hör mal, ich würde mich gerne heute Abend mit dir verabreden. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Du hast Mundgeruch. Danke. Danke. Ich frage Nena, ob sie uns Ausgang gibt und dann gehen wir zwei zum Italiener, okay? Ich lerne mit Clara Latein. Weiß Clara denn Bescheid? Nein, das darf niemand wissen. Es schimmelt seit 3 Tagen in der Waschmaschine vor sich hin. Ich gehe jetzt in die Schule, falls es irgendeinen von euch interessiert. Nena, warte mal. Soll ich dir einen Test schreiben? Was willst du denn reinschreiben? Dass schwanger seine Krankheit ist. Oh, nein. Nena! Meinst du, diese Reisecoaches würden helfen? Nicht für diese Art von Reise. Tschüss. Ciao. Walter? Rotbaum. Wer bitte? Rot wie Rot und Baum wie Baum. Die Klassenlehrerin ihrer Tochter Jana. Entschuldigen Sie die frühe Störung, aber wir machen uns hier im Kollegium alle große Sorgen. Was ist denn mit Jana los? Hey, Jana. Hey, Aaron. Oh. Ja, da muss was rumgehen. Bei mir hat es letzte Woche mit üblen Kopfschmerzen angefangen. Ich glaube, ich habe mir den Magen verdorben. Danke. Geht's? Wegen der Party am Freitag bei Lisa. Ich wollte fragen, ob ich da eventuell bei dir pennen kann. Denn sonst steht meine Mom um 10 wieder vor der Tür. Das kann doch nicht sein, dass sie dich mit 16 immer noch so überwacht. Ja, aber ohne mich fühlst du dich halt einsam. Trotzdem. Auf die Party bei Lisa freuen wir uns schon seit Wochen. Hast du vielleicht einen Kaugummi? Danke. Ich tue, was ich kann, okay? Bitte schön. Entschuldigung, ist Dr. Walter da? Das Wartezimmer ist da vorne, ne? Alter. Ja, ich bin mit ihm verabredet. Ich bin auch nur ein Mensch. Manche Leute denken immer, dass ich auf der Überholspur bin, ne? Notfallpraxis St. Georg, Paula Hansen am Apparat. Was? Schon 3 Wochen? Also wenn das Verschleppen von Erkältung olympische Disziplin wäre, hätten Sie gerade eine Goldmedaille gewonnen. Nein, kommen Sie vorbei. Ich quetsche Sie dazwischen. So. Super, Anna. Entschuldigung. Entschuldigung. Jana, geht es Ihnen gut soweit? Also, alles okay? So? Ja. Okay. Gut. Sehr schön, Clara. Wow! Aaron, Kompliment! Uiuiui, das rasselt aber ganz schön. Haben Sie Fieber? Komm, lass ihn mal fühlen. Nee, ist nur eine Erkältung. So, Jana, das können Sie eigentlich besser. Sie ruinieren sich den tollen 1er-Durchschnitt. Bitte. Nee. Sie setzen sich jetzt mal vorne zu Alma. Wieso denn? Nein, Ihrem Umstand. Zustand. Zustand? Ruhe! Bitte Ruhe! So, also, Sie gehen jetzt besser mal nach oben und lassen mal Fieber messen. Wir wissen ja nicht, was Aaron sich eingefangen hat, nicht wahr? Und wir wollen uns ja nicht alle anstecken, oder? Warte, heißt es, sie ist schwanger? Wäre sie denn schon schwanger? Ja, Yunus. Aber das ist doch noch ein bisschen. Ja, und Dr. Aydin. Werden hier Lebensmittelmarken verteilt? Wie bitte? Oh, ist aber ganz schön laut. Ja. Kaffee? Sehr gerne. Das macht Tobias, ja? Ich kann die Karte auch nachreichen. Mir geht's echt mies. Das ist immer das Gleiche. Hast du eine Uhr? Nee, natürlich nicht. Pass auf, Punkt 4 liegt die Karte hier auf dem Tresen und sonst finde ich dich und hol sie mir persönlich ab, okay? Ei, Captain, wird gemacht. Sie sind echt ein Schatz. Scheiße, wieso habt ihr denn nicht verhütet? Irgendwas ist schief gelaufen. Du bist so richtig krank. Jana? Aaron! Jana! Alter, du musst echt dringend zum Arzt. Doktor, deine Mutter wieder an dir herum? Warum hast du mir nichts erzählt? Traust du mir nicht? Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich es bekommen will. Wir haben uns immer alles gesagt, immer. Das sollte erst mal mein Geheimnis bleiben. Ist das Baby von Yunus? Wenn man vom Teufel spricht. Sag mal, wie konntest du sowas verraten? Spinnst du? Komm, wir gehen zu meinem Vater. Alles okay? Oh Gott, so habe ich sie noch nie erlebt. Ja, freut mich, dass Sie sich die 2 Tage einrichten konnten. Das Krankenhaus hat nicht rebelliert? Ich habe Urlaub genommen. Ah. Wie geht's denn Jana? Übel. Übel, sage ich nur. Ich könnte es mal mit Akupunktur probieren. Hat mir damals sehr gut geholfen. Wir sind ja nicht in China, oder? Nein, ich meine, vielleicht zwingt die Übelkeit Jana ja endlich zu einer realistischen Einschätzung ihrer Situation. Das Kind wird einem dadurch aber auch bewusster. Ja, trotzdem... Herr Dr. Walter, das Wartezimmer ist voll. Wie geht's denn jetzt weiter? Paula, ich hatte Ihnen doch gesagt, dass Frau Dr. Aydin heute kommt, oder nicht? Oh, wir gehen so viele Menschen ein und aus. Wo ist denn mein Raum? Frau Aydin muss ja noch die Versicherungsunterlagen unterzeichnen, nicht? Frau Dr. Aydin, machen wir gleich, ja? Kommen Sie mal mit. Mhm. Das ist übrigens Olaf, unser Genius Loki. Darf ich vorstellen, Frau Dr. Aydin? Hallo, guten Tag, Freunde. Wenn Sie mal was zu erledigen haben, Flaschen sammeln ist nicht so mein Ding. Alles klar, gut, danke. Alles klar, Paula? Frau Dr. Walter war so eine wunderbare Frau. Nur ihr scheint doch auch ganz in Ordnung zu sein. Also wenn hier keiner weint, dann weine ich. Hm? Ja. Wenn niemand trinkt, dann muss ich trinken. Prost, Olaf. Notfallpraxis. beide diesen Raum gar nicht? Ich hätte Paula doch gebeten, hier klar Schiff zu machen, aber ich sag ihr noch mal Bescheid. Ich kann auch selber was machen, also wenn das für Sie kein Problem ist. Ja, ja, machen Sie nur. Ist doch ganz hübsch hier. Hm? Ja, wir wollten die Wände eigentlich mal wieder. Ich muss da mal wieder. So. Dr. Walter hat gesagt, ich soll Ihnen helfen. Gut, das muss alles weg hier. Ich gucke doch mal, was ich machen kann, ne? So, das sind die letzten Sachen aus dem Raum. Jana! Mein Freund hat hohes Fieber. Papa soll ihn untersuchen. Paula, ich nehme den jungen Herrn gleich mal mit. Ja, aber ich brauche seine Versichertenkarte. Er hat keine dabei. Die kann er doch nachreichen. Komm danach mal zu mir ins Zimmer, ja? Mit ein paar Akupunkturnädelchen kriegen wir deine Übelkeit bestimmt in den Griff, okay? Komm. Ich guck mal. Na, süße Lady. Wie geht's dir denn? Arbeitet ihr jetzt etwa in Mamas Zimmer? — 39,9. Seit wann hast du denn Fieber? — Gestern oder vorgestern. — Habt ihr nicht gemessen? Mach mal den Pulli bitte hoch. Einmal husten. Tief ein- und ausatmen. Mhm. Ja, das hört sich gar nicht gut an. Hast du Medikamente genommen? — Nur Myrrhe-Tee. — Myrrhe-Tee? — Meine Mutter schwört drauf. Mach mal den Mund bitte auf. Der Rachen ist auch ganz entzündet. Ich mache jetzt einen Abstrich. Wir sind nicht krankenversichert. Das sollten Sie vielleicht mal wissen. Hey, das sollte in der Woche Abwicklung sein. Ja, wunderbar. Paula. Also, alles Gute. Grüße an die Frau. Ja, tschüss. Tschüss, Anna. Jana, was machst du denn hier? Yunus hat Frau Rotbaum gesagt, dass ich schwanger bin. Und die hat's der ganzen Klasse gesteckt. Jana, ich fürchte, da habe ich heute Morgen... Er ist so ein Idiot. Herr Dr. Walter, Sie müssen das Rezept noch abzeichnen. Ja, eine Sekunde. Ich... warte. So. So, bitte. Wunderbar. Gute Besserung. Tschüss. Danke. Tschüss. Streptokokken, nicht lustig. Ich fürchte, du hast eine Angina und eine Lungenentzündung. Wir brauchen ein Röntgenbild. Aber ohne Versicherungskarte. Ich will meiner Mutter keine Probleme machen. Mit Myrrhe kommt man gegen so eine starke Entzündung leider nicht mehr an. Na, sie darf auf keinen Fall wissen, dass ich hier war. Wir können ja sagen, die Schule hat dich geschickt, ne? Darf ich deine Mutter mal anrufen? Nein, man darf sie heute nicht stören. Ach, Mütter darf man immer stören. Nein, nicht heute. Es ist ihr erster Arbeitstag auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Was macht sie beruflich? Altenpflege. Sie war mal Bibliothekarin. Verstehe. Ich gebe dir jetzt ein Breitbandantibiotikum, fiebersenkende und schleimlösende Mittel mit. Wenn deine Mutter heute nach Hause kommt, soll sie mich sofort anrufen, ja? Und für morgen Vormittag mache ich einen Röntgentermin klar. Ohne Karte. Paula nimmt dir gleich Blut ab. Jana, Ich habe heute Morgen mit Frau Rotbaum telefoniert. Sie hat sich Sorgen gemacht. Wegen deiner Noten und wollte jetzt von mir einfach hören, ob es da... Willst du mir jetzt sagen, du hast es ihr erzählt? Ich kann ja nicht ahnen, dass sie so bescheuert ist, es gleich der ganzen Klasse zu erzählen. Und dann außerdem als Lehrerin unterliegt sie eigentlich der Schweigepflicht, ne? Also hat sie es von dir? Ja, ja, sie hat aber auch gesagt, dein Schnitt wäre in den letzten 3 Wochen auf 4 runter, meine Liebe. Wir haben ausgemacht, dass es niemand erfährt. Niemand! Ja, ich weiß. Du siehst doch nur dieses scheiß Noten. Ich bin dir völlig unwichtig. Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. So. Ja, nein. Ich habe keinen Bock mehr. Jana, lass uns... Jana! Alles klar bei Ihnen? Ja. Nein, ich habe Janas Lehrerin von der Schwangerschaft erzählt. Aha. Und die jetzt offenbar brühwarm ausgeplaudert. Na super. Ich hab's nur gut gemeint. Ja, es geht hier leider auch um Yunus, meinen Sohn. Hat das jetzt hier eine Moralpredigt oder was? Beide haben sowieso schon genug miteinander zu tun, ja? Wenn jetzt auch noch die Umwelt anfängt, Druck auszuüben, dann wird das ein bisschen zu viel. Was ist denn? Herr Dr. Walter, die Patienten warten. Ja, dann würde ich sagen, der nächste bitte. Ja? Ja. Leid, dass ich vorhin... Ich kann gerade keine Gerüche ab, auch keine ruckartigen Bewegungen. Dein Vater ist so ein Idiot. Meine Mutter hätte ihn erwürgt. Kann auch meinen erledigen. Weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Hm? Wenn wir uns dafür entscheiden, abzutreiben, dann weiß die ganze Schule Bescheid. Ich habe echt keinen Bock, öffentlich als Mörderin dazustehen. Wir könnten doch sagen, dass du eine Fehlgeburt hattest. Hatten Sie dem Jungen das Taxi bestellt? 20 € kriege ich von ihm. Quittung liegt vorne. Röntgentermin habe ich auch vereinbart. Unter Alzheimer leide ich zum Glück noch nicht. Das Labor bitte mit CRP-Wert. CRP gehört zum Standardtest. Und wie soll ich das abrechnen? In diesem Raum da drüben. Hat er seit dem Tod von Dr. Walters Frau jemals ein anderer Arzt dran praktiziert? Mm-mm. Ich bin also die Grabschänderin. Hallo. Hallo. Sieht well. Gut sehen Sie aus. Ja. Und, wie gefällt Ihnen unsere Hütte? Hallo. Ja, Hallo. Ziemlich abgefahren mit rockigen Tendenzen. Ich stelle Ihnen Champagner für die Aftershow-Party schon mal kalt. So einen Neustart muss man doch feierlich begehen. Vergessen Sie nicht, dass ich vorerst nur zur Probe bei Ihnen bin. Vergesse ich nicht. Aber so ein Schlückchen am Feierabend klingt gut. Bin dabei. Perfekt. Paula, was ist mit Ihnen? Macht doch, was ihr wollt. Gibt's Ärger? Chaos. Nichts als Chaos. Wo? Fuchs, ich bin die Mutter von Aaron. Ich möchte bitte umgehend diese türkische Ärztin sprechen. Frau Aydin nimmt heute niemanden mehr an, aber Sie können gerne zu Dr. Olsen. Können Sie mich nicht sofort zu dieser Frau bringen, wenn ich mich an die Ärztekammer... Mein Sohn hat in seinem ganzen Leben noch nie Antibiotika genommen. Ihr Sohn ist schwer krank. Seine Symptome deuten auf eine bakterielle Lungenentzündung. Wie viel verdienen Sie eigentlich daran, dass Sie jedem minderjährigen Patienten dieses Gift mitgeben? Werden Sie von der Pharmaindustrie gesponsert? Wir haben Ihrem Sohn diese Schachtel mitgegeben, weil er gesagt hat, dass Sie nicht krankenversichert sind. Das geht Sie nichts an. Ihr Sohn hätte letzte Woche schon zum Arzt geschickt werden müssen. Als Mutter tragen Sie die Verantwortung für seine Gesundheit. Mal sehen, wie das die Ärztekammer sieht. Mal sehen, wie das das Jugendamt sieht. Frau Fuchs. Wie geht es denn Aaron jetzt? Haben Sie Fieber gemessen? Ich werde ihm jetzt Wadenwickel machen und nach einem Ausleitungsmittel für dieses Gift recherchieren. Frau Fuchs, ich gebe nicht ohne Grund Antibiotika an meine Patienten aus. An einer verschleppten Lungenentzündung kann man sterben, Frau Fuchs. Wollen Sie mir Angst einjagen? Nein, ich kläre Sie gerade ärztlich auf. Morgen wird geröntgt. Wir haben für 8 Uhr einen kostenlosen Termin für Aaron vereinbart. Paula wird Ihnen die Adresse geben. Mein Sohn hat immer auf mich gehört. Er hat mir vertraut. Ihr Sohn macht sich viele Gedanken um Sie. Er hat mir von Ihrer neuen Stelle erzählt. Morgen. Tschüss. Noch Aydin? Sekunde. Es gibt doch Happy Hour heute. Na? Paula? Gläschen zur Feier des Tages? Für mich gibt's nichts zu feiern. Also sie ist ein absolutes Gewohnheitstier. Okay, wollen wir beide dann? Mhm. Gut. Frau Dr. Aydin. Wer hat die Kekse weggeschmissen? Die Dose war randvoll mit weihnachtlichen Fossilien. Und wo sind diese Fossilien jetzt? Ich habe sie entsorgt. Was? Also ich dachte, du wolltest das Zimmer fürs Überlass räumen lassen. Das waren die letzten Kekse, die Anna zusammen mit den Kindern gebacken hatte. Oh, das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Wenn dir die Kekse wichtig waren, warum hast du sie hier gelassen? Ich habe das nicht gewusst. Ich auch nicht. Ich glaube, ein Tapetenwechsel würde unserer kleinen Feier ganz gut tun. Hm? Ich erzähle dir immer alles. Und du verschweigst mir so was Wichtiges. Hör einfach auf damit. Also, meine Mom sagt, ihr sollt die Rotbaum auf jeden Fall anzeigen. Sie könnte das auch als Anwältin kostenlos für deinen Vater erledigen. Lehrer unterliegen der Schweigepflicht. Das hilft mir auch nicht weiter. Es ist doch egal, was ich mache. Jeder würde wissen, was los ist. Die einzige Lösung ist ein Schulwechsel. In ein anderes Viertel. So. Auf die Zukunft und auf Dr. Aydin. Ja, also vielen Dank, dass ich bei Ihnen ein bisschen reinschnuppern darf. Mhm. Das tut mir so richtig gut, im Krankenhausalltag am St. Georg für eine Weile zu entkommen. Ich habe noch ab und zu Belegbetten dort. Ach, wirklich? Mhm. Wie halten Sie den Bunker bloß seit 7 Jahren aus? Wer sagt, dass ich es tue? Und wie sieht's bei den lieben Kinderchen aus? Naja, also für Yunus ist das Vatersein eine, ich würde mal sagen, noch ungeklärte Größe. Dabei habe ich ihn damals auch schon Anfang 20 bekommen. Mitten im Studium? Mhm. Ich konnte damals nicht anders. Jana war immer easygoing. Gut in der Schule, sozial. Aber seit sie ihren Sohn kennengelernt hat, hat sie sich sehr verändert. Naja, das bringt die Liebe halt so mit sich, ne? Mhm. Okay, aber wie willst du mit Kind dein Abi machen? Zum Beispiel meine Cousine, die hat gerade ein Kind bekommen und das ist ein 24-Stunden-Job. Und Jonas hat ja auch keine Zeit. Spürst du eigentlich schon was? Darf ich mal meine Hand? Es ist ein Millimeterblatt, aber man spürt es. Man merkt einfach ab und zu, dass da jemand ist. Keine Ahnung. Das ist irgendwie merkwürdig. Sag mal, habt ihr überhaupt mit den beiden über Sexualität gesprochen? Hier rein, da raus. Rein raus kam auf jeden Fall. Ich bin raus. Mädels warten bis morgen. Also ich biete mich gerne als Patenonkel an. Ja, danke. Sag mal, ist dir eigentlich immer schlecht oder nur morgens? Nur morgens. Musst du dann kotzen? Mhm. Oh. Euch beiden ist wohl der Appetit noch nicht vergangen. Boah, 32 Nachrichten, 39 E-Mails und 23 SMS. Und rate mal, worum es geht. Jana, Walter, Star is born. Jetzt spiel ich hier nicht so auf. Hey, deiner Schwester geht's nicht gut, okay? Alle glotzen mich an, wegen dir. Jetzt komm mal klar. Ich hab viel größere Probleme als du. Bitte zu Hause. Hey. Ich habe schon gehört. Sag mal, der Typ hat sie doch nicht mehr alle. Er ist nur gut gemeint. Guck dir mal das Desaster hier an. Hast du schon was gegessen? Ich glaub's nicht. Du bist genau wie Anna und Dede. Immer wenn es Probleme gibt, gleich erstmal den Bauch vollschlagen. Ich gehe morgen in die Schule und spreche mit dem Direktor, okay? Was soll das denn bringen? Außer, dass die blöde Hexe mir schlechtere Noten gibt. Hast schon Latein gelernt? Mach ich noch. Es ist 11 Uhr jetzt aber. Mama, das hier ist Krieg. Verstehst du? Ich verstehe. Stimme zu hören. Hier ist auch das totale Chaos. Ich wäre zu gern bei dir. Wann kommst du denn mal wieder in den hohen Norden? Warte mal. Ich weiß nicht. Ich muss Schluss machen. Barbara kommt. A funny kind of guy. Nobody knows him any better than I. Says without me he can get along, but I know that's just a man's way. Saying he's strong, but I wouldn't change him, no. Oh, I wouldn't change his funny ways, cause he's the cause of my sunny days. And though sometimes he brings me a little tears, still love the man he is. If I do something to please him, he never gives me credit. If I think you'll bring me candy and roses, I might as well forget it. He's the kind of a man who likes his privacy. Jana, mach auf oder ich trete die Tür ein! Wenn sie nicht in die Schule geht, dann gehe ich auch nicht. Jetzt fang du nicht auch noch an, hier rumzuzicken. Los jetzt! Jana! Gestern hat mich sogar einer aus der 5. gefragt, ob ich noch Jungfrau bin. Was? Okay, willst du zu Hause bleiben? Nein, ich habe doch heute meinen Vortrag. Oh Gott, ja, stimmt. Aber wenn irgendeiner von den Jungs noch einmal fragt, dann gebe ich ihm ihre Telefonnummer. Nee, hör mal zu. Deine Schwester hat gerade eine wichtige Entscheidung für ihr ganzes Leben zu treffen. Lass sie uns gemeinsam unterstützen, okay? Ich koche heute Abend noch Königsberger Klopse. Okay. Ich hoffe nur, sie entscheidet sich endlich. Na, viel Zeit bleibt dir nicht mehr. Also, viel Spaß bei deinem Vortrag. Und denk dran, nicht zu schnell sprechen, ja? Schön langsam. Mhm. Tschüss. Jana, bitte mach jetzt auf. Ciao. Oh, for a minute. Moin. Moin. Na? Na? Oh. Was ist das für ein Kraut? Mini-Chili. Ah. Die ist aber scharf. Wäre nicht meine erste, ha? Alter. Mm. Ich meine, ich habe einen Gegengift. Ah. Hier. Hm. Das ist ja ein bisschen süß, aber vielleicht mit einem starken Kaffee. Sollte eigentlich eine kleine Wiedergutmachung sein. Hm? Für die Kekse. Wie geht's denn Jana eigentlich? Hat sie in ihrem Zimmer verbarrikadiert, will die Schule wechseln. Brauchst du vielleicht meine Frau zum Reden? Vielleicht keine schlechte Idee. Praxis? gleich dann, ne? Ja. Ich sag schon mal vor. Viel Spaß noch beim Singen. Ja. Mal sehen, wer schneller ist. Morgen. Morgen. Sind die Laborergebnisse von Auren Fuchs schon da? Ja. Das sollten Sie sich mal genauer ansehen. Sein CRP-Wert ist deutlich erhöht. Mhm. Spricht alles insgesamt für eine Lungenentzündung. Hoffentlich hat die Mutter das Antibiotikum weitergegeben. Kann ich mal die Röntgenbilder von der Kollegin sehen? Zum Röntgentermin sind Sie nicht erschienen. Was? Ich gehe duschen. Geht gleich los. Oh nein, Sie! Entschuldigung. Hausgeist. Ich bringe das wieder in Ordnung. Wollen Sie mich beleidigen? Ich habe den Topf doch kaputt geschmissen. Ihr Zimmer ist übrigens fertig. Dankeschön. Am Mittwoch um 9 wäre alles frei. So. Fuchs? Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Dr. Aydin. Ich wollte mal fragen, wie es Aaron geht. Dass Sie sich überhaupt noch trauen, hier anzurufen. Lassen Sie uns doch einfach in Ruhe. Sie haben meinen Sohn komplett falsch behandelt. Es wird immer schlimmer. Kommen Sie ruhig rein. Schauen Sie, was Sie angerichtet haben. Das ging letzte Nacht los, nachdem ich ihm dieses Gift gegeben habe. Schock total. Okay, das sieht nach einer Antibiotikaallergie aus. Na toll. Und ich habe auf Sie gehört. Geben Sie doch einfach zu, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Hatte Ihr Sohn schon mal solche Reaktionen auf Medikamente? Mein Sohn hat noch nie solche Medikamente genommen. Er hat es total zugeschnürt. Aber dann ist das weg. Frau Fuchs, ich muss Ihren Sohn in die Praxis mitnehmen. Nein. Die Alternative ist das Krankenhaus. Auf keinen Fall das Krankenhaus. Du gehst nicht ins Krankenhaus. Das wird dir die Atmung erleichtern. Was hat mein Sohn, um Himmels Willen? Also so eine starke Antibiotikaallergie ist aber ungewöhnlich. Lassen Sie uns noch mal gemeinsam die Laborwerte anschauen, ja? Ja. Ich möchte nicht, dass Sie meinen Sohn weiter behandelt. Frau Fuchs, ich hätte Ihrem Sohn aufgrund der Diagnose auch ein Antibiotikum verschrieben. Wollen Sie, dass wir Ihrem Sohn helfen oder nicht? Ansonsten überweise ich ihn jetzt sofort in die Notaufnahme. Hohe Leukozytenzahl, hohes CRP. Das wird schon eine Pneumonie sein. Und jetzt noch ein allergisches Arzneimittelexanthem auf das Antibiotikum. Oder er hat zusätzlich zur Pneumonie noch pfeifersches Drüsenfieber. Ach, Sie meinen Epstein-Barr-Virus? Deshalb auch der Ausschlag. Bei EBV-Infektionen führt nämlich die Gabe von manchen Antibiotika zu einer starken Überempfindlichkeitsreaktion. Es kann ja leicht verwechselt werden mit einer allergischen Reaktion. Ich muss dringend meine CME-Fortbildungspunkte aufholen. Frau Fuchs, hatte Ihr Sohn in letzter Zeit vergrößerte Lymphknoten am Hals? Nein. Doch, Mama. Vor ungefähr 2 Wochen. Das stimmt doch gar nicht. Was redest du denn da für Quatsch? Ich wollte nicht wieder diesen Stress und diesen ekligen Mürretee. Wir vermuten, dass eine Epstein-Barr-Virus-Infektion vorliegt. Epstein, was? Fast jeder Erwachsene hatte schon Kontakt zur EBV und trägt das Virus in sich. Nimmt man bei einer frischen Infektion gleichzeitig Antibiotika ein, wird das Virus stark aktiviert und jetzt kämpft sein Körper dagegen an. Ist es heilbar? Solche Reaktionen werden nur symptomatisch behandelt. In der Regel heilen sie folgenlos aus. Warum sagst du Ihnen das nicht? Mensch, Mama. Frau Fuchs, gehen Sie doch kurz in die frische Luft. Wir kümmern uns hier um Ihren Sohn. Ich bleib hier. Ja. Schicken Sie doch Aarons Blutproben direkt zu meinen Kollegen ins Krankenhaus für eine EBV-Serologie. Dann haben wir das Ergebnis schneller. Seit Sie hier sind, bin ich nur mit Sonderwünschen beschäftigt. Ja, da haben Sie recht. Deswegen ist kein Wunschkonzert. Wissen Sie was? Ich fahr selber kurz hin und geb's meinen Kollegen. Ich muss sowieso was essen. Soll ich Ihnen vielleicht was mitbringen? Nein, danke. Haben Sie eine Nachtschicht eingelegt? Steht Ihnen gut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Geht's dir besser? Nein. Hey! Mama, Jana geht's echt schlecht. Mir ist total übel. Kannst du nicht etwas zaubern oder so? Ja, klar. Kannst du dann für mich kurz im Krankenhaus vorbeifahren und die Proben abgeben? Ja. Ach, und uns allen drei eine Portion Falafel mitbringen, bitte, ja? Komm. Du kannst dich ja darauf setzen. Vielleicht die Jacke noch ausziehen, genau. Setz dich dort ein und lehn dich da an. Hast du heute schon was gegessen? Ich konnte mir in der Schwangerschaft nur Gerichte kochen, die meine Mutter mir als Kind zubereitet hat. Die türkische Küche ist nämlich so aufwendig. Hat Ihre Mutter nicht für Sie gekocht? Mein Vater hat es ihr verboten. Yunus war ja unehrlich. Wie stehen Sie eigentlich zu dem Kind? Das ist ganz allein eure Entscheidung. Yunus ist dagegen. Yunus spürt das Kind nicht. Man muss als Frau erstmal ganz allein für sich entscheiden. Kannst du deine Hände mal so hinlegen? Auch wenn ich dann gegen ihn entscheide? Liebe bedeutet ja nicht, dass man seine eigene Meinung oder sein eigenes Gefühl für den anderen aufgibt. Mein Papa ist auch dagegen. Für ihn zählt nur der Abischnitt. Naja, wir Erwachsenen sind auch nur Menschen. Was essen gehen? Aaron schläft jetzt für eine Weile, es kommt vom Cortison. Frau Fuchs. Ich weiß selber nicht mehr, wie es weitergehen soll. Komm, Sie bitte mal raus. Was machst du denn hier? Ich wollte eigentlich zu Frau Aydin. Oh Gott. Und das soll jetzt funktionieren, oder was? Die Übelkeit ist weg. Komm. Echt? Kein Witz. Jana, das tut mir alles leid. Ich wollte helfen, aber die Rotbaum hat sich verplappert. Ich weiß. Alles wieder gut? Schlag ein. Ich weiß. Hier. Süßes hilft. Mein Mann ist vor 5 Jahren nach einem Routineeingriff an einer Komplikation mit multiresistenten Keimen im Krankenhaus gestorben. Wir hatten gerade eine Hypothek aufs Haus aufgenommen. Plötzlich stand ich vor dem Nichts. Sie müssen sich unbedingt psychologische Beratung holen. Ich bin selber alleinerziehend und weiß, unter welchem Druck man täglich steht. Aber Sie wissen nicht, wie das ist, wenn man hohe Altlasten hat und 6,50 € die Stunde verdient. Nee, das weiß ich nicht. Wird er wieder gesund? Natürlich. Sie wissen ja jetzt, dass er allergisch reagiert. Nehmen Sie es einfach als Schutzengelprobe-Alarm. Das Labor hat angerufen. Im Blut wurde tatsächlich eine frische EBV-Infektion nachgewiesen. Sie hatten recht. Was heißt das? Muss er doch ins Krankenhaus? Sie können nach Hause gehen, aber Aaron braucht Ruhe. Ich komme dann in den nächsten Tagen noch mal vorbei und schaue nach ihm. Oh, sind das die süßen Dinger von heute Morgen? Extra für Sie reserviert da. Vielleicht können Sie Paula was davon abgeben. Ja. Das mache ich gern. Hey! Hey! Mama, wir gehen jetzt. Ja, viel Spaß auf der Party. Da gehen wir nicht hin. Was? Wofür habe ich dann akupunktiert? Wir würden alle nur auf meinen Bauch starren. So ein Quatsch. Dann machst du ein paar Bauchtanz-Moves und dann rockst du die Party. Moment. Hier. Ach, so, komm. So? Ja, gut. Machst du das? Mama, das ist peinlich. Das ist überhaupt nicht peinlich. Euren Schulkameraden sollte es peinlich sein, sich so kindisch zu verhalten. Außerdem seid ihr es eurem Kumpel Aaron schuldig, wenn er schon nicht gehen kann. Beste Grüße von Olaf. Er hat sie erfolgreich operiert. Wow. Gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, tschüss. Bitte. Ich schenke Sie der Praxis zur Erinnerung. Apropos, wo wir gerade dabei sind, darf ich Sie ganz kurz... ja, ich... wollte Sie fragen, wann darf ich Sie denn wieder in den Dienstplan eintragen? Wir müssen vorher aber noch verhandeln. Oh, das ist ja wie auf dem Basar. Ganz genau, wie auf dem Basar. Ach, die Dicke!